Und keiner sagt was, weil wir wieder, ja, weil wir wieder Dark Souls spielen. Genau. Nein, so schlimm ist es nicht. Also wir versuchen jetzt mal uns ans nächste Level. Wir hoffen mal, dass wir es schaffen. Aha. Gut, und wenn nicht, können wir auch nichts dran ändern. Ich probiere ein bisschen was aus. Das ist ein bisschen gewagt, wobei ich glaube, ich werde mal eine zweite Gruppe aufstellen. Ja genau, ich werde schnell nur eine zweite Gruppe aufstellen. Oh, zack. Wieso hast du das nicht gleich gemacht? Ist doch wurscht, so sehen die Leute wenigstens, dass ich es mache. Dann werde ich gucken, welche sich ganz gut eignet. Wobei ich mit der ersten Gruppe relativ zufrieden bin, weil der Revenant da, der ist relativ stark, der hat extrem viel Leben und extrem viel Stärke. Aber gut. So, aber die Navi. Und dann gehen wir weiter. 6-1. Meine Gruppen sind ungefähr im Durchschnitt 47-48 und die Darkspawn sind 48 bis 52. Ich habe zwei 47er und einen 56er. Alter, verdammt. 56er. Gut, oder? Nein, zwei negativ. Ja, ja. Ja, natürlich, weil du siehst doch von dem einen Paar. Du siehst da oben, wir haben zwei Gegner Plasma, zwei Gegner Bio und dann jeweils einen Quanten und einen Necro. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die andere nehmen soll, weil die machen nicht so viel Schaden. Ich hätte mein Team vielleicht ganz anders aufbauen sollen. Probieren wir es jetzt. Egal. Musst du dir aussuchen, ob du Gruppe 1 oder 2 wählst? Ah, oh, das ist jetzt schwierig. Wahrscheinlich würden alle sagen Gruppe 1, weil da sind zwei positive und der hat Stufe 48, die anderen sind nur 47, aber der macht halt extrem viel Schaden, hat extrem viel Leben, ich mach das jetzt. Muss ja nicht, muss... Gut, also probieren wir es ja. Und dann, wenn wir es schaffen, wenn nicht, dann nicht. Muss ja nicht unbedingt heißen, wenn wir einmal Necro und einmal Quantending haben, als Gegner, dass der Boss, der Miniboss da auch gleich Necro oder Quanten ist. Und da machen die halt dann auch normalen Schaden. Meiner in der Mitte war. Oh! Skaldron hat kaum noch Ähnlichkeit mit der herben Schönheit von Perceptor. Die Gegend hier. Nice, ne? Irgendwie. Dass der Verderber gerade diesen Planeten zu seinem Zuhause gemacht hat, lässt vermuten, dass er den Progenitor. Wollen wir uns mal auf die Suche begeben nach den ersten Gegnern und mal schauen? Beweis für seinen Triumph. Ah, ich sehe schon einen. Mhm. Da ist noch einer. Hier rechts war noch einer. Bist du hier alleine? Alter, irgendwie macht der trotzdem wenig Schaden. Boah, Alter, fick dich, die macht ja übelsten Schaden. Eigentlich habe ich erwartet, dass der mehr Schaden macht. Ich übelsten Schaden gekriegt. Ja. Ich habe mich erwartet, dass der mehr Schaden macht. Ich wechsle mal auf meinen positiven. Ah. Das sind Bio-Gegner hier. Hm. Ne, egal. Wir werden schon zurechtkommen. Alter, der hat sich von den Füßen nur geändert, der hier, ne? Hauptsächlich vom optischen her. Alter, die ziehen ja übelst Schaden, wa? Die Viecher. Ja, die sind schon nicht schlecht. Beiß die Wand an. Guck mal, hier schon wieder so ein fettes Teil. Oh, da oben kommt der erste größere. Ja, genau. Jetzt kommt er ja auch was aus dem Boden. Nehmen wir mal hier den fetten Titan. Der positiv gewesen? Ja. Ah, guck mal, das ist der Quantengegner. Die ziehen aber echt viel Leben. Auf jeden Fall. Was macht der hier da? Schlägt auf den Boden. Wellen, okay. Platziert eine Mine. Ah ja. Wo platziert er die Mine hin? Aha. Komm her, du Scheißvieh. Obelisk. Obelisk, Zugriff erfolgt. Ich habe einen Schockzepter bekommen. Erhöhe die Effektivität von Gesundheits- und Energiekapseln für deine Helden.
Um 15%? Ja, meine nur um 10%. Ich komme da nicht durch irgendwie. Ich auch nicht. Ein Scheiß. Ah, ja, auf der Karte kommst du da auch nicht durch. Ja, habe ich auch gesehen. Vorher sagen, machst du denn da? Erstmal Party, ne? Guck mal da oben. Ja. Yeah. Kick the beat. Also wenn wir zu zweit auf eingehen, dann geht's eigentlich relativ schnell, ne? Oh. Alter, what macht der. Fuck, Alter. Erstmal wechseln. Alter. Oh, ich muss schon sagen, die hat eine relativ hohe Attack Speed, meine hier. Und die macht auch viel Schaden. Und die hat eine hohe Reichweite. Ach du meine Güte. Ja. Oh. Oh nein. Weißt du was? Oh. Ich lass dich schweben. Komm ja gleich. Ey, pass auf. Komm ja gleich zwei Fette. Ja, der eine Fette, der hintere, der ist stark gegen meinen hier. Ist halt blöd. Genau, gut, dass du den ablenkst. Gesundheit. Nice. Boah, geil. Den habe ich sogar alleine gekriegt. Noch nicht mal viel Leben verloren. Photonenhorn habe ich jetzt gekriegt. Oder auch wieder ein paar Level bringen, oder? Photonenhorn. Da links ist einer. Da kommt noch einer. Da oben müssen wir durch, glaube ich. Ah, der erste Angriff von mir, der haut es den Gegner immer ein Stückchen weit weg. Okay. Also wir müssen hier oben durch. Ebenen der Trostlosigkeit. Von hier starteten die Kryoschiffe kurz bevor der Verderber den Planeten erreichte. Ihre Kristall. Ja, bis zum Erwachen hat der Xylan geglaubt, die Kreditoren wären vollständig vernichtet worden. Geht weg von mir. Wie alle nur auf dich, ne? Ja, ist doch nicht schlecht. Ich meine, so kannst du. Ich meine, ich habe eine höhere Reichweite als du. Und da brauchen sie relativ lang, um zu mir zu kommen. Und da kannst du dann halt auch mit draufhauen. Wo laufen wir lang? Es gibt jetzt drei Wege, obwohl hier, das ist eine. Eine. Dinner. Gehen wir hier lang. Junge. Ich habe Progenitorenstufe 17 erreicht. Warte, ich hause hoch. Sehr schön. Hä? Boah, lang. Wir mal hier lang. Boah, das ist aber extrem hell, das Level. Auf jeden Fall, das tut richtig weh hier oben. Oh, hier vorne ist ja auch noch einer. Das sieht man gar nicht, dass die Items da rumliegen. Alter Vater, das ist ja echt kacke. Ja. Spektralwürgegriff. Oh, da vorne kommt der. Warte. Rose. Jawohl. Das haben wir. Senna ist das gleich weg. Schön. Ja, dafür sind auch Gesundheitsreserven. Oh, Scheiße, fuck, genau. Alter. Oh, was war das denn jetzt? Ja, das waren die, die du gerade abgeschossen hast. Was ist denn das für ein Champion bei dir? Das ist der, den ich vorhin auch hatte, voriges Level. Alter, wie? Den ich nachher zum Schluss. Kannst du dich mal so ein bisschen nach unten drehen? Ja? Bleib so stehen. Alter, der sieht ja ganz anders aus. Geil, oder? Guck dir mal von der Seite ein bisschen an. Warte mal, ich drehe nochmal zur Seite. Hm, ich weiß, hast du einen Skin geändert? Nicht? Nein. Sieht zumindest. Genau dasselbe geblieben. Bloß halt ein paar andere Anbauteile sozusagen.
Was anderes kannst du ja dazu nicht sagen. Das hast du jetzt gekriegt. Ah, Himmelsstachelhut. Ey, der schaut so fett aus mit dem Dings da auf dem Kopf. Das Problem ist halt, dass der auch schlecht ist gegen diese Großen da. Gegen die wir ja immer mal wieder müssen. Ja, der andere, der ist ja voll. Sofern jetzt die Großen kommen, werde ich gleich wechseln. Aber ist ja alles gut geklappt. Wenn du wechselst, dann kannst du ja mit einem anderen draufhauen. Und ich halte den Großen so lange in der Luft. Du lässt mich in Ruhe. Aua! Irgendwelche Viecher hier setzen überall Minen. Guck mal, das ist der Große. Warte, ich wechsle. Dann hau drauf. Ja, gleich zwei. Auf die hinteren, ne? Jawohl. Aua, aua, aua. Ich kann grad nicht. So, kein Problem. Ich hab... Ah, jetzt hat er schon wieder gewechselt. Ja, hab ich auch öfters. Aber ich hab jetzt gerade mittendrin im Kampf gewechselt, deswegen. Erstmal einmal drin stehen bleiben und jetzt muss ich aber raus. Und wieder wechseln. Hey, wir sind hier. Ah, geil, wiederbelebt. Ah, nice. Ist da ein Obelisk? Jawohl, da ist ein Obelisk. Ich wechsle mal wieder auf den anderen, der positiv ist. Obelisk ist da. Hier, eine Chance von 10% immun gegen Verwurzelung. Naja, brauche ich nicht. Das kannst du nehmen. Ja, mal mit. Auch brauche ich nicht, kannst du nehmen. Nee, für mich ist, ich bin immer so der, der voll auf Stärke und Attack Speed oder sowas gehen möchte. Nenn ich's mal. Die Dinger sind das, die Minen legen. Ah, okay. Hab ich festgestellt. Guck mal da hinten. Alter, jetzt siehst du wieder kaum was durch den Staub.